Herzlich willkommen zum Wochenstart heute am Montag, den 24. Januar. Mein Name ist Andreas Bernstein. Wir schauen auf die Märkte mit dem Roland Jegen, den ich hier gleich begrüßen darf. Und da sind wir auch beide vereint. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Morgen in die Runde. Ja, der Morgen startet kraftvoll im Sinne von, der Trader braucht Kraft und Energie, um den Kursen zu folgen, denn die Volatilität ist uns seit letzter Woche, spätestens seit Freitag, so richtig erhalten gewesen. Ja, es war eine sehr interessante Handelswoche, es war eine sehr volatile Handelswoche letzte Woche. Wir haben uns am Freitag auch schon gesehen und darüber gesprochen, gerade über die US-Werte, eine Netflix zum Beispiel, obwohl sich da nicht allzu viel getan hat dann am Freitagnachmittag, aber die Indizes haben am Freitag weiter federn lassen müssen und noch stärker abverkauft zum Close hin, und da schauen wir mal, wie wir jetzt heute hier in die Woche starten. Ja, sehr gerne. Und vielleicht auch auf die außerbörslichen Kurse von Netflix. Vielleicht tut sich ja dann heute was. Ja, alles klar. Schauen wir mal rein. So, ich gebe mal den Bildschirm frei mit dem obligatorischen Risikohinweis. So, und dann können wir auch gleich in die Plattform gehen. Dann starten wir vielleicht mal mit den europäischen Märkten. Ich habe hier mal den Eurostox und den DAX Future geöffnet. Der Eurostox ist ja auch, den haben wir noch nicht so häufig uns angeschaut. Der DAX ist ja dann doch etwas beliebter, aber gerade im Futures-Bereich kann natürlich auch der Eurostox sehr, sehr gut gehandelt werden. Der ist ja noch wesentlich liquider als der FDAX. Dem einen oder anderen Trader ist vielleicht die Bewegung im Eurostox sogar zu gering. Aber bei der Volatilität, die wir aktuell haben, muss ich das eigentlich eher verneiden. Also wir sehen ja heute jetzt schon eine Range im Eurostox von mehr als 40 Punkten. Und hier bei einem Kontrakt mit 10 Euro pro Punkt, dann ist man schon bei einer Tagesspanne von über 400 Euro mit einem Kontrakt. Und ich denke, der lässt sich sehr, sehr gut, gerade auch zu sehr günstigen Kosten, weil er einen sehr geringen Spread hat, liegt eigentlich immer bei einem Tick, sehr, sehr gut handeln. Und hier zeigt sich eigentlich sowohl im FDAX als auch im Eurostox aktuell ein ähnliches Bild. Wir testen gerade die Lows der letzten Woche, und die Lows, das ist auch quasi der Schlusskurs vom Freitagabend. Also wir sind ja zum Schluss hin nochmal in den USA sehr, sehr unter Druck geraten, haben weiter abverkauft, und der Close liegt fast genau auch auf dem Wochentief. Das heißt, hier im Eurostox haben wir da ein Wochentief in der letzten Woche von 4.185,5, und der Close bei, Entschuldigung, das war das Hoch, das Tief dieser Kerze lag bei 4.167 und der Close bei 69,5, also 2,5 Punkte darüber, und gerade testen wir diesen Bereich, nachdem wir in der Nacht doch sehr freundlich eröffnet hatten an den US-Märkten. Und auch in Europa ging es zunächst mal nach oben. Also wir haben versucht, hier die Value Area der Vorwoche anzulaufen, sowohl im Eurostox als auch im FTAX. Das ist uns nicht gelungen. Also wir sind gescheitert an dieser Marke jetzt nach 9 Uhr, haben weiter abverkauft und testen jetzt die Vorwochen-Tiefs. Und im DAX sind wir jetzt schon drunter. Also da war das Vorwochen-Tief hier im Bereich von 15.437 Punkten im Future, und da sind wir aktuell jetzt schon drunter, bei 425 Punkten quotieren wir hier aktuell. Vielleicht können wir auch ganz kurz hier... Man kann es auch umschwenken quasi von der Denkweise und sagen, die Eröffnung war so hoch, aber wir hatten ja noch einen Gap, eine Kurslücke zurückgelassen. Vielleicht will der Markt die nur schließen, um dann durchzustarten. Genau, sehe ich ähnlich. Können wir uns gleich schon mal in die kleineren Zeiteinheiten mal anschauen. Ich wollte noch ganz kurz hier auch die Liquidität zeigen. Das kennt vielleicht der ein oder andere außerbörsliche Trader ja nicht. Gerade im Eurostox sieht man hier eigentlich immer mindestens dreistellige Limit-Orders, sowohl auf dem Bid als auch auf dem Ask. Wir können ja mal parallel hier auch im DAX reinschauen. Da sieht man den DAX doch wesentlich dünner. Da liegt der Spread auch nicht immer bei einem Punkt. Da springen wir eigentlich immer zwischen ein und zwei Punkten. Da haben wir auch in der Regel nur ein- bis zweistellige Limit-Orders auf dem Bid und auf dem Ask. Und da sieht man doch, dass der Eurostox da wesentlich mehr Liquidität zu bieten hat. Dem einen oder anderen Trader ist er dann vielleicht zu träge, aber bei der aktuellen Volatilität kann man auch den Eurostox natürlich da sehr, sehr gut im Futures-Bereich hier auch handeln. Du sprichst das Gap an, ja, das hatte ich auch vorhin schon, glaube ich, hier eingezeichnet. Und das ist natürlich ein markanter Punkt, der hier auch wieder angelaufen wurde. Hier ist mal auf Kassabasis der DAX Future, also jeweils von 9 bis 17.30 Uhr.
Und da sehen wir natürlich das Gap, der Schluss um 17.30 Uhr hier im Future, das war bei 15.570. Das meistgehandelte Volumen in der letzten Session, also am Freitag, lag auch in diesem Bereich. Also das war bei 15.555. Das hatte ich mir heute Morgen auch eingezeichnet. Das ist dieses rote Rechteck hier und das haben wir dann natürlich fast genau angelaufen. Also das war nach 9 Uhr die starke Eröffnung in diesem Bereich und da gab es dann in der Tat einen größeren Widerstand, nachdem das Gap geschlossen wurde. Dann wieder kam der Verkaufsdruck hier rein in die Märkte, der Abverkauf. Und jetzt sehen wir, jetzt haben wir dann auch das Tief der letzten Woche geschlossen. Das war dann auch für mich eher der bessere Trade, als hier long zu spekulieren, sondern warten, bis der erste Widerstand hier erreicht wird und dann zunächst mal darauf spekulieren, dass man zumindest die Tiefs der letzten Woche oder der letzten Session dann entsprechend hier auch nochmal testen kann. Der Druck ist schon enorm auf der Unterseite, also das sieht man dann auch in dem größeren Zeitablauf. Ich hatte mir von dem Versuch, das Allzeithoch zu brechen, also an der für 16.285 den Abwärtstrend eingezeichnet im Stundenchart und da haben wir am Donnerstag fast genau zum Closing einmal angedockt, aber es nicht geschafft, die Linie zu überbieten und dann war eigentlich ohne Netflix-Zahlen hätte man auch charttechnisch hier den Abprall sehen müssen. Ganz genau. Auch der DAX ist jetzt eigentlich als letzter der Indizes die 200-Tage-Linie, die haben wir am Freitag angesprochen, das ist ja häufig auch ein psychologisch wichtiges Niveau ist. Die wurde dann am Freitag auch hier im Future beim DAX gebrochen, entsprechend nachdem der Nasdaq ja schon ein paar Tage vorher die gebrochen hatte. Der S&P war auch am Freitag genau an dieser Linie und der FDAX im späten Handel wurde die Marke auch gebrochen und wir eröffnen jetzt unterhalb der 200-Tage-Linie und jetzt ist natürlich hier auch die Frage, ob die zurückerobert werden kann oder ob wir jetzt erstmal hier noch weiter in den Abwärtstrend übergehen. Im DAX sieht man auch diese Linie schon etwas flacher. Das hatten wir am Freitag auch angesprochen, dass die in manchen Einzelaktien oder auch im S&P noch etwas steiler ist. Das heißt, da ist es vielleicht nicht so wahrscheinlich, dass man da auch schnell durchrauscht, sondern dass man erstmal auf diesem Bereich auch eine Konsolidierung haben könnte. Aber im DAX sieht man, da der DAX ja nicht solch eine große Performance hingelegt hat im letzten Jahr wie der S&P oder der Nasdaq, dass sowohl die 100 als auch die 200-Tage-Linie hier schon wesentlich flacher verläuft. Und dann ist es auch sehr häufig so, dass die Unterstützung auf diesen Niveaus nicht so stark ist, als wenn die Linie etwas steiler dann den Kurs entsprechend trifft. Und das haben wir auch im letzten Jahr schon gesehen. Zum Ende des Jahres wurde die Linie auch schon mehrmals kurz durchbrochen. Da haben wir dann etwas tiefer eine Unterstützung gefunden. Das war damals dann hier der VWAP des Vorjahres. Und jetzt testen wir dieses Niveau erneut. Und jetzt müssen wir schauen, ob wir uns da eventuell noch dieses Niveau zurückerobern können oder ob es hier weiter durchgeht. Und auf dieser großen Zeiteinheit hier im Tageschart die nächste Unterstützung im FDAX circa bei 15.200. Das wäre hier der VWAP des Vorjahres. Das ist auch immer ein sehr markantes Niveau. Das könnte hier durchaus in den kommenden Tagen oder Wochen dann entsprechend, je nachdem wie stark der Verkaufsdruck hier weiter anhält, auf jeden Fall noch getestet werden. Das haben wir auch im November gesehen, wie schnell es dann mal auf Richtung 15.000 auf das Level gehen kann und wie schnell auch dort wieder die Käufer reinkommen. Ja, das haben wir Ende November, Anfang Dezember mehrmals erlebt. Da sieht man, hatten wir teilweise sehr, sehr große Handelsspannen hier, auch zum Beispiel am 26.11., wo es wirklich von 16.000 fast durch auf die 15.000 ging. Also da hatten wir wirklich knapp 1.000 Punkte innerhalb von einer Session. Und das ist natürlich auch möglich, dass wir hier nochmal sehr, sehr schnell runter dippen, vielleicht in diesem Bereich 15.000 bis 15.200. Das ist auch wirklich die nächste markante Unterstützung, die man hier auf diesen großen Zeiteinheiten sieht. Ich denke, jetzt war mein Ton kurz weg. Ich muss immer mal an- und ausmachen, sonst habe ich hier so einen leichten Hall. Die Frage ist natürlich für langfristige Anleger, ob solche Rücksetzer dann auch wieder wie bei The Dip in den letzten Monaten Kaufgründe sind oder ob jetzt vielleicht der Markt ein bisschen dreht, weil die Unsicherheitsfaktoren, die nehmen ja zu. Also muss man politisch zugeben mit der Moskau-Krise und natürlich auch vor dem Hintergrund der steigenden Zinsen. Hier wird in den USA sogar schon von einer fünften Zinsanhebung gesprochen.
Ja, da muss man vielleicht mal warten, bis die erste dann auch wirklich durch ist. Diese Woche haben wir ja wieder FED-Notenbank-Sitzung, ob dann wirklich irgendwann mal die erste Zinsanhebung dann wirklich auch kommt und durchgezogen wird. Es sind immer Erwartungen, es sind Ankündigungen, aber dann muss man auch irgendwann, will der Markt dann entsprechend auch die Entscheidung mal sehen, dass die Zinsen dann auch angehoben werden. Du sprichst es an, es gibt viele Unsicherheiten, aber die hatten wir eigentlich im letzten Jahr, hatten wir auch viele Unsicherheiten. Gerade mit der Covid-Krise gab es immer mal wieder größere Unsicherheiten, die den Markt dann doch nicht allzu lange belastet haben. Es gab immer kurze Rücksätze, aber bei der Dip war hier immer das Thema. Und für mich ist es auch noch nicht vorüber. Also man kann jetzt noch nicht wieder von einem langfristigen Abwärtstrend oder Ähnliches hier sprechen. Wir befinden uns aktuell weiterhin nur wenige Prozentpunkte unterhalb der Allzeithochs in den meisten Indizes, in den wichtigsten Indizes, hier auch im DAX. Und da würde es für mich auf diesen großen Zeiteinheiten durchaus Sinn machen, hier nochmal nach Kaufgelegenheiten zu suchen, auch in der einen oder anderen Einzelaktie. Und es ist für mich noch kein bestätigtes Verkaufssignal. Also solange wir auch hier innerhalb der Value Area des Vorjahres sind, ist es dann eher eine Seitwärtskonsolidierung. Solange wir oberhalb der Value Area des Vorjahres sind, wäre der starke Aufwärtstrend weiter intakt. Und von einem wirklichen Abwärtstrend könnte man hier aus dieser Sicht für mich erst sprechen, wenn wir dann unterhalb der Value Area des Vorjahres sind. Und da, bis dahin ist es dann doch noch ein weiter Weg. Das wäre jetzt grob Pi mal Daumen hier die 14.500. Und darunter könnte dann wirklich ein stärkerer Verkaufsdruck auch reinkommen. Aber bis dahin ist hier eher noch beide Dip auch für mich das Thema, auch wenn die fundamentalen Daten hier und auch die politischen Daten natürlich das Ganze belasten. Aber ich sehe jetzt noch keinen riesigen Verkaufsdruck hier aufkommen in den Märkten, sondern es ist eher ein Korrekturmarkt, eine Konsolidierung, die aber auch wieder Chancen bietet, hier in dem einen oder anderen Markt günstig einsteigen zu können. Langfristig sind ja innerhalb von 7 Jahren, hatte ich gelesen, alle großen Krisen in den Indizes zumindest ausgestanden, wenn man sich die ganz großen Bilder anschaut. Und auch bei der Performance vom letzten Jahr waren wir ja über den statistischen Mittelwerten, also in den USA sogar weit drüber und im DAX, glaube ich, auch eine doppelte Erfüllung einer durchschnittlichen Jahresperformance. Insofern mal ruhig durchatmen für eine Zeit ist ja auch okay. Ja, auf jeden Fall. Also eine Konsolidierung würde dem Markt ja auch gut tun. Also wir hatten ja wirklich einen Allzeithoch nach dem anderen im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren nach diesem kleinen Corona-Crash, den wir hatten, der ja sehr, sehr schnell wieder gekauft wurde. Und jetzt würde es den Märkten auch sehr, sehr gut tun, da einfach mal zu verschnaufen, in eine volatile Seitwärtsphase überzugehen, könnte man sagen. Und das würde ja auch jedem Trader, denke ich mal, sehr gut tun. Eine volatile Seitwärtsphase, wo es sowohl Kaufgelegenheiten gibt, als auch Verkaufsgelegenheiten. Das tut dem Markt gut und das ist auch sehr hilfreich für jeden Trader. Und das bringt das Thema Stockpicking etwas mehr in den Vordergrund. Also das ist, glaube ich, wichtiger denn je, dass man sich hier die Einzelaktien raussucht, die besonders spannend sind. Da hast du ja auch bestimmte Vorfilter schon mal gezeigt gehabt. Vielleicht können wir ja da in Richtung DAX mal schauen, welcher Wert da entsprechend attraktiver ist. So eine Siemens Energy zum Beispiel ist jetzt wieder auf dem Emissionsniveau. Genau, ich habe auch mal hier eine Folie gemacht. Wir sind ja immer gut vorbereitet. DAX Gewinner und Verlierer der letzten Handelswoche. Siemens Energy sehen wir. Das war die schlechteste Einzelaktie aller 40 DAX-Werte in der letzten Woche. Continental ebenfalls sehr unter Druck geraten in der letzten Woche, minus 7,8%. Eine Infineon auch bei knapp minus 7% in der letzten Handelswoche. Und dann können wir gleich auch kurz mal auf die Gewinner vielleicht schauen. Eine deutsche Börse sehr, sehr stark mit mehr als plus 5,6%. Kayagen mit plus 2,8%. Und Zalando, die hatten wir uns, glaube ich, letzten Montag auch schon mal angeschaut. Die hat sich sehr, sehr gut gehalten und war dann eine der stärksten DAX-Aktien der letzten Woche mit plus 2,4%. Wobei das bei Zalando, wenn wir da nochmal reingehen können, eher eine technische Gegenbewegung ist, als dass man sagen könnte, ja, das ist jetzt ein wiederentdeckter Superwert. Genau, das können wir uns die Aktien gerne mal anschauen, dann hier auch in den Charts. Genau, Zalando war ja wirklich auch sehr unter Druck geraten. Das hatten wir letzten Montag schon mal besprochen. Und da sind wir natürlich jetzt aktuell, das war eine kleine Gegenbewegung in der letzten Woche, aber auch heute eher wieder eine schwache Eröffnung. Aktuell sind wir auch im Minus wieder. Und
Die Aktie versucht hier im Bereich von 65 Euro jetzt hier mal einen Boden zu finden. Und da müssen wir wirklich schauen, ob dieser Bereich hält und es dann wirklich auch mal zu einer etwas stärkeren Gegenbewegung hier kommt. Hier sieht man wirklich auch die 100 oder 200-Tage-Linie noch sehr, sehr weit entfernt. Also da könnte es auch zu einer technischen Gegenbewegung in dem Bereich dieser gleitenden Durchschnitte kommen. Aber zunächst muss ich hier auch mal einen Boden ausbilden. Und da müsste jetzt auch in dieser Handelswoche dieser Bereich dann halten hier. Diese Tiefs der letzten und vorletzten Handelswoche, knapp unterhalb der 65-Euro-Marke, die müssten dann wirklich halten, um hier nachhaltig vielleicht auch mal eine Gegenbewegung einläuten zu können. In dem Fahrwasser kann man auch immer mit die Delivery Hero nennen, weil die sieht bei dir, ich sehe sie gleich in der Liste, ganz unten, genau, auch heute minus 5% wieder. Ui, ja, ui. Wieder sehr, sehr schwach gestartet hier in den Handelstag, in die Handelswoche. Weiter abverkauft, hier sehen wir auch wieder eine Kurslücke, also ein Abwärtsgap hier vom Freitag auf heute, also weiter unter Druck geraten. Und jetzt müssen wir wirklich hier schon weit rauszoomen, um hier nach den entsprechenden Unterstützungen zu suchen. Ja, aus dem, zu Beginn der Corona-Krise, als ja wirklich da die Volatilität aufkam und der Ausbruch nach oben. Und jetzt handeln wir wieder in diesem Bereich aus dem April 2020 und keine klare Unterstützung hier in diesem Bereich zu erkennen. Also die liegt jetzt noch etwas tiefer hier vielleicht bei 60 Euro oder dann noch tiefer hier im Bereich zwischen 50 und 55 Euro. Mhm. Also da ist auch durchaus noch Luft nach unten. Von daher würde ich hier auch keinem Investor oder Trader empfehlen, hier ins fallende Messer zu greifen, sondern da muss man wirklich abwarten, bis sich da auch entsprechend ein Boden vielleicht ausgebildet hat, bevor man da vielleicht dann auch nochmal günstig einsteigen könnte und auf eine Gegenbewegung hier spekulieren könnte. Ja, das stimmt. Also Gegenbewegung ist immer das eine, aber natürlich dem großen Trend folgen ist das andere. Das haben Anleger im letzten Jahr bei Sartorius auch lange getan. Auch die haben wir uns angeschaut, heute auch wieder im Minus. Also eine Bodenbildung ist dann noch weiterhin abzuwarten, würde ich zumindest sagen. Genau, schauen wir uns die Aktie auch nochmal an. Die hat ja letzte Woche schon dann so eine technische Gegenbewegung gezeigt. Hier am 19. und am 20., also am Dienstag und am Mittwoch war das, glaube ich, dann und auch am Donnerstag. Aber jetzt wieder auch am Freitag und heute das Ganze eher nochmal abverkauft worden. Aber hier könnte sich jetzt durchaus in diesem Bereich ein Boden bilden. Hier hatten wir ja wirklich eine Kurslücke in der letzten Woche geschlossen, die jetzt schon sehr, sehr lange offen war. Hier im Bereich von 455 Euro und die Aktie weiterhin recht volatil. Und jetzt muss man schauen, ob wir jetzt wirklich diesen Bereich 445 hier halten können. Und dann könnte man hier durchaus darauf spekulieren, dass wir hier auch nochmal einen Rücklauf zumindest in den Bereich von 500 Euro hier vielleicht auf diese runde Marke. Diese runde Marken sind ja häufig auch wichtig, dass wir die nochmal erzielen könnten. Aber da würde ich jetzt abwarten, ob wir diesen Bereich jetzt auch 440 bis 445 entsprechend halten können. Ja, das wirkt vom Kursniveau ja gar nicht so viel, wenn du sagst die 500, aber das sind immerhin 10% in der Aktie und auf dem CFD, wo man ja auch einen gewissen Hebel hat, bedeutet das ja nochmal einen Aufschlag bei der Performance. Genau, also man kann im CFD-Bereich natürlich einen Hebel verwenden, wenn man möchte. Der maximale Hebel, der bei Aktien-CFDs ja möglich ist, ist ein Hebel von 5, das heißt die Margin 20%. Das heißt, man kann das Fünffache seines Kontoguthabens bewegen. Man kann auch auf das Fünffache der Rendite erzielen, aber natürlich hat man auch das Fünffache Risiko entsprechend. Aber bei einer 10-prozentigen Bewegung hier in der Aktie, die möglich ist, kann man natürlich dann auch 50% mit so einem Trade im CFD erzielen. Also es ist schon sehr, sehr viel. Das sieht manchmal sehr, sehr wenig aus, aber wenn man das Ganze auch mit einem kleinen bis moderaten Hebel handelt, ist da doch einiges an attraktiven Chancen, was man da entsprechend erzielen kann. Ja, lass uns nochmal zum DAX kurz zurückkommen. Du hattest in einer Schalte mal die verschiedenen Handelstage dargestellt, wann die volatilsten sind. Nun hatten wir am Freitag einen sehr, sehr volatilen Tag, am Montag gar nicht. Das kann aber auch daran gelegen haben, dass ja US-Feiertag war in der vergangenen Woche. Hat sich dieses Muster hier weiter gehalten, beziehungsweise passt das in das Raster von den Wochentagen? Ja, wir können auch noch mal gerne in dieses Tool reinschauen, dann, wie das aktuell aussieht. Also ich schaue mir das hier auch nicht täglich an, aber regelmäßig. So, das war dieses Volatilitätstool. Jetzt lass mich gerade schauen, wo ich diese Analyse hier abgespeichert habe.
Das war. Da haben wir es. Day Volatility Tool. Und dann dauert es einen kleinen Moment, bis die Daten geladen sind. Dann schauen wir noch, ob das Ganze hier noch ähnlich aussieht. Ja, also hier sieht man, es hat sich etwas, glaube ich, verändert, seit wir uns das letztes Mal angeschaut haben. Also der Dienstag hier aktuell der volatilste Tag hier auf dieser Anzahl der geladenen Tage. Lass mich mal schauen, wie viele das sind. 35 Wochen an Daten habe ich hier geladen, also die letzten 35 Handelswochen. Und jetzt sieht man, der Dienstag aktuell der volatilste Tag hier im DAX Future. Ich bin bei der Sartorius. Da hat Bist sich bei die in der falsche. Aktie, ja. Da Wollte gerade hat sich sagen. entsprechend die Analyse überschrieben. Jetzt gehen wir in den FDAX. So. Bei Aktien ist es sehr häufig so, dass Dienstag der stärkste Tag ist. Das hatten wir uns, glaube ich, auch letztes Mal angeschaut. Das ist ja auch mit dieser Turnaround Tuesday, warum der auch so gut funktioniert. Im FDAX ist ein etwas anderes Bild. Hier sieht man jetzt aktuell den Mittwoch. Da haben wir jetzt den FDAX. Mittwoch der volatilste Tag, dann gefolgt vom Freitag und dann der Dienstag. Der Montag wäre die zweitgeringste Volatilität und donnerstags haben wir jetzt aktuell die geringste Volatilität mit etwas weniger als 1,2% durchschnittlicher Handelsspanne hier. Das war letzte Woche dann der Donnerstag und der Freitag, die stärksten Tage. Also ist halt eine statistische Erhebung logischerweise, die man nicht jede Natürlich. Woche nehmen kann, ja. Nein, auf die kann man nicht jede Woche gehen. Also es ist natürlich auch 35 Wochen ist ja schon, ist kein ganzes Handelsjahr, aber etwas mehr als ein halbes Handelsjahr. Dann dauert es natürlich, also ein kurzfristiger Ausschlag in der einen oder anderen Richtung wirkt sich in diesem Indikator nicht so stark auf, aber es hilft natürlich manchmal, einfach Werte rauszufiltern, wann man vielleicht in dem einen oder anderen Wert entsprechend stärker agiert als in einem anderen. Gerade bei Aktien finde ich das interessant oder auch im Forex-Markt die Handelszeiten entsprechend, wann man da vielleicht agieren könnte. Da ist es durchaus sehr, sehr hilfreich, so ein Tool auch entsprechend zu haben. Ja, stimmt. Wir hatten eingangs über den Netflix kurz gesprochen und am Freitag auch den Handelsstart gemeinsam verfolgt, in den USA. Da ging es ja zwischenzeitlich nochmal eine Ecke tiefer, aber auch mal kurz über die 400, also als Dollar-Marke geschlossen haben wir fast da, wo wir eröffnet hatten. Das stimmt. Ich öffne mal die Netflix auch hier. Genau. Wir hatten am Freitag da auch so ein Unterstützungsniveau hier eingezeichnet im Bereich dieser 400 Dollar-Marke. Das können wir jetzt gerne hier nochmal machen. Aber da sieht man da, wenn man sich die Freitagskerze anschaut, da hat sich nicht allzu viel getan. Also es ging doch deutlich weiter nach unten. Bis in den Bereich, das Tagestief hatten wir im Bereich von 379, also knapp unter 380 Dollar-Marke. Aber dann konnte sich die Aktie doch stabilisieren im Tageshandel und dann haben wir knapp unterhalb der 400-Dollar-Marke geschlossen. Also hier kein großer weiterer Tagesverlust. Und da muss man jetzt wirklich schauen, auch im heutigen Handel, wie es weitergeht. Wir haben dieses riesige Gap, muss man sagen, von mehr als 100 Dollar hier offen. Ob zumindest mal versucht wird, das vielleicht ansatzweise zu schließen. Also ich möchte hier gar nicht von einem Gap Close sprechen, aber dass einfach mal versucht wird, in diese Spanne hier reinzuhandeln, vielleicht mal 10, 20, 30 Dollar nach oben und dann hier zumindest einen Boden auszubilden. Aber noch wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Da muss man vielleicht auch heute abwarten, wie die Aktie dann in den Handel reinkommt, in die Eröffnung. Man sieht, die europäischen Märkte verkaufen hier weiter ab. Die US-Indizes, wo die dann genau starten werden und die ein oder andere Aktie, ob die sich hier halten kann auf den Freitagsniveaus oder ob die dann doch auch weiter hier entsprechend noch unter Verkaufsdruck gerät und durchrutschen wird unter die Freitagstiefs. Das ist eine schwierige Sache, die man ja auch im Nasdaq mit einem Auge beäugt. Also die 14.400, die habe ich da im großen Chartbild als Unterstützungsmarke. Da haben wir auch geschlossen. Auf den Schlusskurs sind wir jetzt wieder drauf vom Future her. Und zwischenzeitlich waren wir ja auch 150 Punkte, fast schon im Plus heute Ja, das ist vorbörslich. genau. Das sind sehr, sehr große Schwankungen und auch Spannen, die man hier hat. Genau, die 14.000, die hast du angesprochen. Warten wir noch gerade, bis die Daten hier alle geladen sind. Dann können wir die gerne auch mal einzeichnen. 14.500, genau hier in diesem Bereich haben wir natürlich, wenn wir rein auf die Kerzen schauen, eine sehr, sehr gute Unterstützung. Aber man sieht ja auch ein Niveau,
Das ich mir immer gerne anschaue, dieser VWAP des Vorjahres, den haben wir in allen anderen Märkten noch nicht erreicht, aber der Nasdaq wirklich mit der schwächste Index. Der Russell ist vielleicht noch etwas schwächer aktuell. Die Small Caps, die sind ja schon aus dieser Ganzjahresrange des letzten Jahres quasi ausgebrochen. Diese riesen Seitwärtskonsolidierung, die wir in den Small Caps hatten. Aber der Nasdaq ist dann eigentlich der zweitschlechteste Index hier aller vier wichtigen US-Indizes. Der testet aktuell diesen VWAP des Vorjahres. Und das ist für mich auch immer ein sehr, sehr markantes Niveau. Also diese Reversion to the Mean-Bewegung hier auf Jahressicht, die haben wir jetzt quasi abgeschlossen. Zusätzlich haben wir jetzt noch diese Unterstützungsniveaus hier im Bereich von 14.500, die wir ja wirklich mehrmals von oben getestet haben, sowohl im Sommer des letzten Jahres als auch dann in diesem Rücksetzer im Frühherbst, also Anfang Oktober hatten wir diesen Rücksetzer auf die 14.500 beziehungsweise leicht darunter. Und ja, jetzt muss der Markt zeigen, ob er diese Marke erneut halten kann, ist für mich durchaus möglich. Heute Nacht haben wir es schon mal versucht, jetzt wieder abverkauft, aber jetzt schauen wir mal, ich sehe hier durchaus Potenzial für eine technische Gegenbewegung, auch wieder in dem Bereich 15.000. Wir sehen auch das meiste Volumen, auch in diesem Abverkauf, das Ganze wurde nicht so groß auch vom Volumen unterstützt, also das meistgehandelte Volumen hier im Nasdaq Future in diesem Jahr bisher im Bereich von 15.825, da sehen wir diesen Spike hier im Volumenprofil. Hier unten das Profil doch eher relativ dünn bisher. Und dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass man da auch nochmal, man könnte auch sagen, so eine kleine Short-Covering-Rallye sieht in diesem Bereich. Außer wir halten uns natürlich jetzt noch einige Handelstage hier auf, dann kann sich hier auch einiges an Volumen bilden und dann ist auch durchaus Potenzial für ein weiteres Abwärtsleck hier, aber bisher ist es so, solange wir dieses Niveau halten, ist hier für mich auf jeden Fall auch Potenzial für eine potenzielle Gegenbewegung. Und auch da die 200-Tage-Linie, die hattest du letzte Woche mal ganz kurz reingereicht gehabt. Genau, die haben wir schon gebrochen, die können wir gerne nochmal hier auch einzeichnen. Kommen wir vielleicht als Pullback nochmal ran. Genau, nehmen Sie hier nochmal mit rein, die 200er. Machen wir sie etwas dicker, dann ist sie auch für jeden zu erkennen. So, das überlappt hier etwas. Also die haben wir hier geknackt, die liegt jetzt auch aktuell etwas oberhalb der 15.000 Punkte-Marke, die wird jetzt auch immer flacher, also das wäre jetzt durchaus ein Niveau, das es hier Sinn macht, nochmal von unten zu testen. Da haben wir jetzt auch das Value-Area-Tief des aktuellen Jahres, aber dafür muss dann auch auf Tagesschlusskursbasis vielleicht hier diese 14.400 bis 14.450er Marke entsprechend halten, dann sehe ich hier durchaus Potenzial, dass wir in den nächsten Handelstagen hier auf jeden Fall in diesem Bereich vielleicht nochmal anlaufen könnten. Ja, schauen wir uns gerne in den nächsten Handelstagen auch wieder mal gemeinsam an zur Wall Street, wenn du magst. Sehr, sehr gerne, ja. Ja, dann machen wir das, dann haben wir somit ein Date nochmal in dieser Woche. Der Januar neigt sich ja dann auch langsam dem Ende und die erste Notenbank-Sitzung ist am Mittwoch, also wir schauen mal unsere Terminpläne durch, vielleicht können wir in dem Umfeld ja uns nochmal zusammen hier sprechen zu dem Thema. Ja, das wird sehr, sehr interessant, wie die Märkte das dann auch aufnehmen, je nachdem, welche Entscheidung kommt. Und dann schauen wir vielleicht dann nach der US-Notenbank-Sitzung nochmal rein, wie die Märkte dann entsprechend reagieren. Was glaubst du, wird es schon eine Zinsanhebung geben jetzt im Januar oder eher vom Ausblick her, dass er sagt, im März geht's los? Ich persönlich glaube eigentlich schon nicht, dass es sie sofort geben wird, aber der Ausblick wird dann vielleicht schon so sein, dass es die dann wirklich alsbald geben wird. Also dann vielleicht bei der nächsten Notenbank-Sitzung, die ist dann, glaube ich, Anfang März, sehe ich durchaus auch die Notenbank jetzt so ein bisschen im Zugzwang, dass sie jetzt irgendwann auch liefern muss und nicht nur immer den Ausblick, ja, es wird 3, es wird 4 oder es wird 5 Zinserhöhungen geben in diesem Jahr. Irgendwann muss die Notenbank dann auch liefern und dann muss man schauen, wie es die Märkte dann entsprechend auch aufnehmen. Stimmt, sehe ich auch so. Also lass uns das gerne verifizieren mit Jerome Powell seinen Worten gegen Ende der Woche. Und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg im Handel. Danke für die vielen Infos. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.